Hallo, heute werden wir eines der revolutionärsten Projekte in der türkischen Verteidigungsindustrie, den Sabot-Robotersoldaten, im Detail untersuchen. Sabot ist ein KI-unterstützter Robotersoldat, der darauf abzielt, die menschlichen Verluste in militärischen Operationen zu minimieren und die operative Effizienz zu steigern. In diesem Video werden wir die technischen Merkmale, Leistungsdetails und möglichen Nutzungsszenarien von Sabot erörtern. Das Hauptziel bei der Entwicklung von Sabot war es, ein autonomes und vielseitiges militärisches System zu schaffen, das den Anforderungen zukünftiger Gefechtsfelder gerecht wird. Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf diese beeindruckende Technologie werfen. Sabot wurde als Robotersoldat entwickelt, der mit rein einheimischen und nationalen Mitteln in der Türkei hergestellt wurde und dafür optimiert ist, auch unter den härtesten Bedingungen effektiv zu arbeiten. Sabot kann auf ebenem Gelände eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde erreichen. Dank des Kettenantriebs kann er problemlos durch schlammiges, felsiges oder schneebedecktes Gelände navigieren. Er kann auch auf den steilsten Hügeln mit einem Neigungswinkel von bis zu 45 Grad klettern, was ihn in bergigen Gebieten äußerst effektiv macht. In städtischen Operationen bietet er zudem eine hohe Wendigkeit in engen Bereichen. Sabot verwendet fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien und kann mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Stunden ununterbrochen arbeiten. Diese Batterien mit hoher Energieeffizienz werden durch Solarpanels unterstützt, um den Ladebedarf bei langfristigen Operationen zu minimieren. Darüber hinaus kann das modulare Batteriesystem während des Einsatzes schnell gewechselt werden. Sabot ist mit 360-Grad-Ansicht, Wärmebildkameras, LiDAR-Sensoren, Laserentfernungsmessung, Ultraschallmessgeräten und Akustischen-Sensoren ausgestattet. Dadurch kann er feindliche Bewegungen sofort erkennen, Bedrohungen bewerten und Daten an befreundete Einheiten übertragen. Die Infrarotsensoren, IR, verbessern die Sicht bei Nacht und ermöglichen auch unter extremen Wetterbedingungen wie dichtem Nebel, Schnee und Regen eine hohe Leistung. Sabot bietet eine Multiwaffenintegration, die an verschiedene Auftragsprofile angepasst werden kann. Das 5,56 mm MG hat eine Schussrate von 600 Schuss pro Minute und ist hochpräzise gegen bewegliche Ziele. Das 40 mm Granatwerfersystem ist besonders effektiv in städtischen Operationen, während das lasergesteuerte Waffensystem auch entfernte Ziele präzise treffen kann. Alle Systeme sind automatisch stabilisiert, sodass Sabot auch in Bewegung effektiv schießen kann. Sabot ist gemäß der IP68-Norm vollständig staub- und wasserdicht und kann unter extremen Wetterbedingungen von minus 20 Grad Celsius bis plus 50 Grad Celsius problemlos arbeiten. Die kohlenstofffaserverstärkten Verbundpanzer bieten eine hohe Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und schützen ihn vor leichten Waffenfeuern. Zudem ist Sabot gegen elektromagnetische Angriffe, EMP, geschützt, wodurch seine elektronischen Systeme auf dem Schlachtfeld vor solchen Bedrohungen sicher sind. Sabot ist mit einem KI-gestützten Entscheidungsmechanismus ausgestattet. Dank fortschrittlicher Algorithmen führt er in Echtzeit Zielanalysen durch, erstellt Bedrohungsranglisten und wendet den optimalen Aktionsplan an. Im autonomen Modus kann er unabhängig agieren, kann jedoch bei Bedarf aus der Ferne kontrolliert werden. Das KI-System lernt kontinuierlich und verbessert sich, indem es die gesammelten Daten aus dem Einsatzgebiet analysiert. Sabot bietet eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten und stellt eine vielseitige Lösung für militärische Operationen dar. Er kann nicht nur auf klassischen Schlachtfeldern, sondern auch bei Spezialaufgaben effektiv eingesetzt werden. Sabot kann mit hochauflösenden Kameras und Langstreckensensoren lautlos hinter feindlichen Linien agieren und Daten aus einem Umkreis von 5 Kilometern sammeln. Diese werden in Echtzeit an das Kommandozentrum übermittelt, wodurch Sabot in Grenzsicherheitsoperationen kontinuierlich patrouillieren und potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen kann. Mit speziellen Sensoren und Roboterarmen ausgestattet, kann Sabot Minen erkennen und entschärfen. In risikoreichen Gebieten mit Sprengstoffen arbeitet er sicher ohne menschliche Intervention. Diese Fähigkeit ist auch für Rettungsoperationen von entscheidender Bedeutung. Sabot kann bis zu 150 Kilogramm Material transportieren. Dies ermöglicht die sichere Lieferung lebenswichtiger Güter wie Munition, Lebensmittel, Wasser oder medizinische Ausrüstung in Konfliktgebiete. Er sorgt für logistische Unterstützung auch unter schwierigen Geländebedingungen. Sabot kann aktiv in intensiven Konfliktgebieten eingesetzt werden.
Dank seines präzisen Zielsystems minimiert er das Risiko von Schäden an befreundeten Einheiten und konzentriert sich auf die Zerstörung von Feindstellungen. Dies verschafft einen entscheidenden Vorteil im Kampf. In Gebieten mit chemischen, biologischen oder nuklearen Bedrohungen kann Sabot die menschlichen Soldaten ersetzen und sicher die Missionen durchführen. Dies steigert sowohl den operationellen Erfolg als auch die Sicherheit des Personals. Sabot bereitet sich darauf vor, mit technologischen Fortschritten eine noch größere Rolle zu übernehmen. Die aktuellen Fähigkeiten sind nur der Anfang für zukünftige Gefechtsfelder. In der Zukunft könnten Sabot-Einheiten in Schwärmen agieren und komplexe Operationen gleichzeitig durchführen. Jeder Sabot kann untereinander kommunizieren und Aufgaben aufteilen, was eine schnellere und effektivere Wirkung hinter feindlichen Linien ermöglicht. Sabot könnte in Zukunft nicht nur in Bodenansätzen, sondern auch in Zusammenarbeit mit Drohnen und unbemannten Schiffen operieren. Dies würde hybride Operationen ermöglichen, bei denen Land-, Luft- und Seeeinheiten zusammenarbeiten. Sabot wird weiterhin seine KI-Algorithmen verbessern, um komplexe Bedrohungen schneller zu erkennen und zu neutralisieren. Zudem wird er sich durch kontinuierliches Lernen weiter optimieren, basierend auf den Daten, die er im Einsatz sammelt. Neue Energietechnologien werden die Betriebsdauer von Sabot verlängern. Durch die Integration von Solartechnologie und Brennstoffzellen könnte Sabot künftig über mehrere Tage hinweg autonom operieren. Sabot repräsentiert die innovative und strategische Vision der Türkei in der Verteidigungsindustrie. Durch ihn verändert sich die Dynamik auf den Gefechtsfeldern und die Sicherheit der menschlichen Soldaten wird verbessert. Mit seiner beeindruckenden Technologie könnte Sabot die Natur zukünftiger Kriege und Operationen grundlegend verändern. Dieser einzigartige Robotersoldat beweist erneut die Stärke der türkischen Verteidigungsindustrie. Mit der Entwicklung von Sabot wird die Türkei ihre Führungsposition im globalen Wettbewerb um Verteidigungstechnologien weiter stärken. Sabot ist nicht nur eine Revolution in der türkischen Verteidigungstechnologie, sondern auch ein Wegbereiter für die Schlachtfelder der Zukunft. Mit seiner fortschrittlichen künstlichen Intelligenz, herausragenden Mobilitätsfähigkeiten und effektiven Waffensystemen leitet Sabot eine neue Ära militärischer Operationen ein. Was denken Sie, welche Rolle wird Sabot in der Zukunft spielen? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Wenn Sie mehr über diese spannende Technologie erfahren möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, das Video zu liken und es mit Ihren Freunden zu teilen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis bald!